Vielen, vielen Dank. Wunderschönen guten Abend, wir sind leider auf. Schön, dass ihr so spät noch da seid. Aber ich möchte zuerst mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dem Micha, beim Lukas, beim Sony, bei seiner Freundin Jackie und alle Abend, die irgendwie hier mit beteiligt sind. Es gibt nicht viele Leute, die sich irgendwie schon so früh irgendein bisschen diese Bette geschert haben. Viele schaffen es heute noch nicht, was irgendwie hier mit leider passiert. Die Jungs und die Mädels haben schon ziemlich, ziemlich zeitig dazugehört. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Es gibt auf jeden Fall Leute, da sagt man, das sind so Quatsch, und dann gibt es Leute, die sind Macher. Wenn heute Abend hier im Umkreis von weiß ich nicht wie vielen Kilometern gleichzeitig irgendwie drei Shows stattfinden und dann noch irgendwo eine große ziemlich weit weg und man trotzdem das Risiko auf sich nimmt, halt eine Show zu machen, gehören diese Leute auf jeden Fall zu den Machern. Und ganz, ganz herzlich danke nochmal, dass wir dazu gehören dürfen. Thank you.
Jo, vielen Dank. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass wir hier in Lichtenstein spielen. In Leiden abspielen. Es ist wunderbar schön, wieder hier zu sein. Wir haben vor ein paar Wochen halt eine Platte rausgebracht, wer die noch nicht oder sowas hat. Wir haben noch ein paar Kopien halt mit. Kommt auf jeden Fall mal vorbei, alle anderen, wenn sie jetzt am Ding gespielt haben. Macht noch ein bisschen Lärm für Get Wise und Zeig. Was mir heute irgendwie so klar geworden ist, dass die Welt da draußen ist halt eine Welt, mit der wir uns irgendwie nur sehr, sehr schwer anfreunden können. Eine erste Menge Chaos und Zerstörung und Kriege und weiß der Geier was. Aber heute Abend haben wir Bands aus den Benelux-Staaten gespielt. Es spielen Bands hier von um die Ecke, ein bisschen weiter weg aus Bayern. Und es kommen Leute aus der Ukraine und für all die geläutet Hardcore genau dasselbe. Für die ist Hardcore ein Platz, wo man einfach frei sein kann. Und ich muss nochmal einen riesen Dankeschön sagen an mich und seine Crew, dass sie uns halt hier, egal ob den Bands oder den Zuschauern, halt die Möglichkeit einfach geben, einen Ort vorzufinden, wo sie in den Gedanken und den Köpfen frei sind, wo sie sich ausleben können und wo sie zeigen können, wie man trotz dieses ganzen Chaos, was hier vor der Bühne herrscht, trotzdem irgendwie friedlich miteinander zusammenleben kann. Also ein bisschen Lärm nochmal an euch selbst. You
Dank. Jo, ich glaube, der Mike Smith hat Quatsch genug hier vorne. Wir haben noch zwei Songs. Der eine ist vom neuen Album, heißt The Wicked Path, der andere ist Alter, ist Doc Death. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, dass wir hier sein durften. Ich habe an deine Nacht. Kommt wieder nach Hause, bis zum nächsten Mal. Ciao. Let's go!